Angesichts der noch immer anschwellenden Flüchtlingsströme hat der Reutlinger Landrat Thomas Reumann vom Land und Bund gefordert, ihren jeweiligen Aufgaben besser und schneller nachzukommen und mehr Geld für Bauprogramme zur Verfügung zu stellen. Auch um eine generelle Zuspitzung auf dem Wohnungsmarkt zu verhindern. Landkreise und Kommunen arbeiteten längst im Krisenmodus. Hintergrund war ein Besuch des stellvertretenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten Nils Schmid in der zur Flüchtlingsunterkunft umgebauten Ypern-Kaserne in Reutlingen. Vor Ort Termin des stellvertretenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten Nils Schmid in Reutlingen. Mit dem schnellen Ausbau eines lange verlassenen Gebäudes der ehemaligen französischen Ypern-Kaserne versuchen Landkreis und Stadt, wie überall landesweit auch anderswo, der Unterbringung permanent steigender Zahlen an zugewiesenen Flüchtlingen derzeit Herr zu werden. 135 Flüchtlinge sind derzeit dort vom Landkreis und der Stadt im Rahmen der verpflichtenden Erst- und Anschlussunterbringung bereits untergebracht. Im Schnellverfahren hatte die Klamme Stadt im Mai 800.000 Euro für den schnellen Umbau für 180 Plätze freigemacht. Jetzt aber muss Reutlingen, so der dortige Finanzbürgermeister Kreher, bereits monatlich 60 zusätzliche Flüchtlinge versorgen. Und rechnet jetzt schon mit weiteren 290 benötigten Plätzen. Nicht anders die Situation im Landkreis. Dieser bekommt nach ursprünglich 80, dann 140 und später 240, jetzt mittlerweile 350 erstankommende Asylbewerber pro Monat zugewiesen. Laut dem Reutlinger Landrat Thomas Reumann arbeite man auf allen Ebenen längst im Krisenmodus. Also wir haben derzeit 1600 Plätze für die Menschen, die zu uns kommen, und diese Plätze sind mit 1400 Menschen derzeit belegt. Und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, dass wir davon ausgehen, dass wir im Monat 300, 350 zusätzliche Flüchtlinge bekommen, dann wird klar, dass wir noch in diesem Jahr etwa 500 Plätze zusätzlich schaffen müssen. Wir sind längst dazu übergegangen, auch Notunterkünfte bereitzustellen. Denn theoretisch sollen die Erstankommenden zwar nur 3 Monate in den Unterkünften verbleiben, um auf Registrierung, Untersuchungen und den Abschluss ihres Asylverfahrens zu warten. Faktisch aber dauern die Verfahren im Schnitt mindestens 5,4 Monate und manchmal auch schon 2 Jahre und mehr. Denn auch die zentralen Landeserstaufnahmestellen, die das eigentlich gewährleisten sollen, sind mehrfach überbelegt und überbelastet. Auch die Anschlussunterbringung akzeptierter Asylbewerber, die als temporäre Übergangsstellen in Jobverhältnisse und private Wohnungen fungieren sollen, stellen sich auf teils jahrelange Verbleibezeiten ein. Also erstens klipp und klar, es müssen entsprechende Unterbringungskapazitäten des Landes bei der Erstaufnahme bereitgestellt werden. Zweitens, die Asylbewerber, die zu uns kommen, müssen bereits den Antrag gestellt haben. Sie müssen bereits erkennungsdienstlich, muss klar sein, wer vor uns steht, und die Gesundheitsuntersuchung muss bereits durchgeführt sein. Neben den Plätzen hier werden deshalb 350 Plätze im alten französischen Lager in Münsingen, einer ehemaligen Kaserne, geschaffen. Die Kirchen helfen aus, doch das alles reicht nicht. Wir selber haben als Landkreis die Turnhalle des Berufsschulzentrums hier in Reutlingen bereitgestellt. Wir werden dieses im Laufe des Septembers, noch spätestens Oktober, ebenfalls mit 120 Menschen belegen. Auch Gewerbeimmobilien, hier hat das Land die entsprechende Verordnung geändert, sind jetzt neben Wohngebäuden im Fokus. Trotzdem, so Reumann, werde man das Unterbringungsproblem und die damit verbundene Verknappung des schon raren Wohnraums für Einkommensschwache langfristig nur mit massiven geförderten Bauprogrammen stemmen können. Das Land hat auf allen Feldern mehr Hilfe zugesagt.